Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder auf The Morrisland, wir sind in unserem Produktionsspezial, wir sind fast im Dunkeln unterwegs und wir sind in Folge 24 angekommen. So einfach ist es. Und wir sind quer über den Platz gefahren und wenn ich jetzt noch mehr Wir sind mache, halte ich mich schon für ein Wir sind, ne, für ein Wie sind. Wo sind wir gar nicht? Das ist der Schatten von der Windkraftanlage. So, ich hatte ja gesagt, ne, wir haben die gestern noch gesagt, ich habe hier vorne den freundlichen kleinen Pieker für die Paletten geholt und wollte für das Coole durch die Gegend fahren, da wir am Anfang nicht ganz so viel produzieren wahrscheinlich, erstmal so einen kleinen hier mit nach vorne nehmen. Das heißt mit nach vorne. So, ankoppeln. Da hinten durchfahren. Ne, natürlich nicht. So, das ist ein Joschkin Autoloader. Hier dürften, das ist glaube ich die 10 Meter Variante, dann reden wir hier von einer Größenordnung von ungefähr, nicht nur ungefähr, von 12 Paletten, die da drauf gehen. Also nicht 12 einzelne Paletten, sondern 12 Paletten Stapel, die da drauf gehen. Ja, das ist der ganze Trick. So, grob müssen wir in diese Richtung. Weniger grob gucke ich jetzt noch auf die Karte, wo wir überall lang kommen. Eigentlich brauche ich nur noch gerade durchfahren und dann die Schrägen sind wir da. Das ist doch okay. Ja, bei den Gewächshäusern werde ich mich nochmal umgucken. Das werden wir mit einem freundlichen Besuch machen und mal eine Runde hinhüpfen. Hier können wir mal so langsam schon unsere Kriegsbeleuchtung anmachen, weil es wird dunkel. Wir wollen ja, dass die Leute uns sehen. Können wir da wieder noch Anhänger dran haben, haben wir auch noch die Warnblinke noch dazu an, hier die rundum. Und dann freuen sich alle und wir brettern jetzt einfach mal hier gerade durch. So, ja, da haben wir gleich also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil so sonst würden wir die Paletten da unten auch nicht wegkriegen. Gegebenenfalls könnten wir die auch mit diesem Traktor rumbringen. 53 ist ja so langsam nicht. Das sollte funktionieren. Cool ist, dass er sogar hier hinten, ne, falls er nicht aufgefallen ist, ne? Seht ihr es? Da ist auch eine Warnblinke dran. Cool, ne? Ich finde das gut. Ja, mit dem guten Stück hier können wir richtig Autoloader-Funktion machen, weil sonst wird das, glaube ich, echt ziemlich aufwendig. Ja, mal gucken. Gucken wir mal, was hier so geht. So. Hier rum. Und hier der Straße folgen. Nee. Doch, hier in der Straße folgen wir nicht abbiegen. Weil das hier geht in den Wald. Steht auch Wald. So. So, 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 so. Und dann wollen wir mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall Häckselgut. Oder Hackschnitzel als Befeuerung für die Bretterfabrik. Wir brauchen Holz für die Bretterfabrik. Das können wir direkt mit dem Ponder dahin ziehen. Hier direkt aus dem Gehölz nebenan. Also das ist lächerlich ein Kram. Das ging ziemlich gut und fix. So, das gute Stück hier werde ich einfach hier auf dem Platz stehen lassen. So, ich glaube, da müssen die Paletten in die Bretter angeliefert werden. Das macht aber nichts. Warnblinke machen wir auch eine Runde aus. So, das erste, was ich jetzt mache, ist hier hinfahren. Die Produktion ist jetzt wahrscheinlich schwer begeistert, dass ich hier mitten drauf stehe. So, jetzt muss ich mal gucken. Wow, das war natürlich nur semi-geschickt. Kriege ich die so gerettet? Kriege ich. Habe ich sogar gerade gerüttelt gekriegt. Ja.
die Spacken noch ein bisschen, aber es geht. Ja, die ersten Bretterchen haben wir uns jetzt hier unten weggekrallt. Ich hoffe, dass das hier auch der richtige Trigger ist, dass ich die echt hier anliefern muss. Jo, weg sind sie. So, jetzt steige ich mal kurz aus. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Hier müssen wir Bretter abliefern. Das Erklärungsgedöns ist hier, richtig? Genau, hier brauchen wir nur Paletten, nur Bretter abliefern, dann kommen Paletten raus. Das ist super. Die Produktion ist ja schon mal super einfach. Hier müssen wir Holz und Hackschnitzel reindröseln. Das ist super, weiß ich noch nicht so. Ihn hier. Lassen wir den ganzen Vordergedönse Spaß hier mal abklöppeln. Jetzt runterlassen uns wir das nicht mit dem abklöppeln. Das ganze Ding abklöppeln, ja. Und dann muss ich echt noch mal probieren, wie es ist damit hier. Mit ihm hier. Ich würde damit ja gerne mal eine Runde Hackgeschnitzeltes machen. Wenn ich ehrlich bin. Hätte was. Ich werde ihn noch. Nein. Richtig. Timing ist alles, sag ich dann nur. So, ich werde mit ihm jetzt hier nochmal um die Ecke fahren. Ich werde meine Motorsäge da rausnehmen. Ich werde mir den Platz mal beleuchten, wo ich hier was sägen will. So, ich gehe einfach mal. Egal. Das ist jetzt der richtige Baum dazu. So. Aufsteigen. Motorsäge raus. So, da knattert das gute Stück schon. Ran, runter. Mal gucken, wo er noch fällt. Ich hoffe nicht auf irgendwelche Gebäude. Ne, fällt genau richtig sogar. Und das nicht genial ist. So, dann schalten wir auch vorne um. So. Ich mache Rohrausfall. Macht er. Haut mir da so mitten ins Gesicht durchs Führer. Hast du mir gerade sehen? Das macht aber nichts. Er hat auf jeden Fall das gute Stück gefunden. Dann müssen wir vorne das Ganze ausfahren. Haben wir auch. Dann habe ich das Problem, dass er Heben und Senken steht und ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, ob es an meinem Traktor liegt. Eigentlich ist ja alles dran, damit er sowas tun können müsste, sein sollen. Er steht jetzt aber auf Senken. Ich mache ihn jetzt an. Ihr seht, er läuft. Ne? Jetzt fahre ich hier mal vorsichtig ran. Und eigentlich hätte ich ihn jetzt hier wegsetzen müssen. Tut er aber nicht. Ich kann ihn wegschieben, wegtun, weg alles. Aber nur nicht weghexen. Weil normalerweise hätte er jetzt runterfahren müssen und hätte sich dann im Baum geprallt. Und ich weiß nicht, warum man das nicht macht mit dem Traktor. Gut, okay, es war ein Versuch wert. Aus, zusammen, weg. Und die Variante lassen wir erst. Aber das ist kein Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie lang er oder wie viel er oder was er jetzt aufnehmen kann oder nicht. So, ich habe ihn vorne dran, dann nehmen wir ihn jetzt ab. So. Ich fahre ihn kurz hier hin. Nehme ihn auch ab. So. Jetzt kommt der nächste Test. Ich lasse ihn jetzt hier stehen. Ich nehme jetzt ihn hier. Das ist, B für Autolob. Hm? Da sage ich dazu nicht. Da muss Holz hin. Und in den anderen Dings, da muss auch Holz. Hier hinten liegt ein Baum. Ich fahre schon mal daneben. Ich mache auch schon mal hier derbe Licht an, weil der hat derbe Licht. Aber ich werde natürlich jetzt erstmal raushüpfen, Motorsäge schnappen, in die richtige Richtung drehen und kann mit Asten. Das sieht auch doof aus. So, und Asten den Spaß hier im Das ist, ein sehr kleiner Baum. Ne?
weiß nicht, was er hier als Spitze nimmt oder nicht. Wahrscheinlich habe ich von meinem Glück hier nur ein Stück abgesägt. Ne, er hat das als Spitze akzeptiert. Es liegt hier ziemlich langer Baum. Ich behaupte, der ziemlich lange Baum ist zu lang. Deswegen halbiere ich ihn auf jeden Fall schon mal Minimum. So, das ist immer noch ziemlich lang. Das ist immer noch verdammt lang. So, jetzt nehme ich nochmal hier hin. Geh nochmal runter. Säg nochmal. Jetzt habe ich da drei Stücke draus gemacht, die theoretisch funktionieren könnten. Ich fahre jetzt mit ihm hier daneben. Und drück jetzt B. Ich habe den Autoload dran. Dachte ich. Stinkel, rechte Seite abladen, Spanngurte anbringen. Ja, irgendwie alles nicht so. Die einzige Geschichte ist, könnte immer noch sein, dass es zu lang ist, aber eigentlich sieht das nicht danach aus. Er wollte auf jeden Fall den Autolot nicht starten. So, wir gucken nochmal. So. Hier hinten, das passt. Und der Baum ist da gesägt. Okay. Ich mache es jetzt ganz dreist. Ich nehme jetzt einfach hier die Säge und säge das Ding nochmal in zwei Stückchen durch. So. Hier jetzt hier auch nochmal hin. Säge das hier auch nochmal durch. Wie lang die Stücke sind, ist mir vollkommen egal, wenn ich helfe. Hauptsache der Autoload-Part nimmt den ganzen Spaß. So, es müssten das eigentlich Stückchen sein, die groß genug sind. Oder vielmehr klein genug sind. Autoload. Autoload, 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 Autoload. Das war eine Frage der Seite. Das war schon mal gut zu wissen. Ja, den ganz kurzen nimmt er anscheinend nicht mit. Oder? Ne? Zu kurz nimmt er nicht mit. Okay. Da wird Spanngurte angebracht. Steht natürlich jetzt geschickterweise hier mitten im Wald. Ich sehe nicht mehr, wo ich hinfahre. Aber es ist eindeutig eine gute Möglichkeit, Holz zu machen. Ja, das Geschickteste der Welt ist natürlich einfach das Ganze in seine eigene LKW reinzumachen.
Mal gucken, was wir noch retten können. Der dürfte zum Laden lang genug sein. Der hoffe ich auch. Der hoffe ich auch. Hoffe ich, dass mein Ballonsack besser funktioniert. Mache ich das, was jeder schon mal gemacht hat, man sägt sich jetzt in den Achsab auf jeden Fall still. Die beste Idee von allen, finde ich. Ne? So. Ich weiß jetzt nicht mal, ob auf der richtigen Autoload-Seite bin oder nicht. Ob der zu lang ist oder nicht, das werde ich jetzt auch merken. Indem ich hier einsteige. So. Ich habe, glaube ich, irgendwas aufgeladen, bin mir nicht sicher. Ich versuche nochmal hier rumzufahren. Ich werde nochmal aussteigen. Ich werde nochmal versuchen, den Querulante loszuwerden. Ja, geht. Ich lege mal kurz hier hin. So. Kann ich den hier auch so zwischen wegnehmen? Nö. Ja, kann ich. Gut. Also ich kann einfach fix hier hinrennen und den Kram da hinschmeißen. War hier die Anlieferung für beides? Nee. Wo waren die Holzanlieferungen? Hä? Da war die Holzanlieferung. Okay. Dann spiele ich erstmal den großen Holzanliefertruck. Ja, weg ist das Ding. Aber wenigstens wissen wir, dass das Ding funktioniert. Das ist schon mal super. So, dann gucken wir mal. Kleines Stückchen zurück, so. Und an, weil er kann natürlich schon in Richtung Traktoren fahren. Da bin ich wieder von der falschen Seite rangefahren. Ich versuche das mal hier zu korrigieren noch. Echt zu lang? So, ich mache noch einmal den Durchsägeversuche, dann kann ich die auch gleich per Hand dahin bringen. Hallo? Ja. Ich bin so nass, wenn du den Baum hier durchsägst.
Die beiden müssen da nicht mehr als kurz genug sein. Wahrscheinlich bin ich nur, stehe ich schon wieder nur verkehrt rum. Das wird wahrscheinlich der ganze Trick schon wieder sein. Da haben wir auch noch ein kurzes Ende. Natürlich ist jetzt hier auch unter den Bäumen unheimlich toll manövrieren, wenn man überhaupt nicht weiß, wo es lang geht. Und man hier die ganzen Bäume direkt vor sich hat. Ich wäre schon froh, dass ich hier nicht übergegen fahre und dem mein Fahrrad nicht übergegen. Ich habe die Autoload-Funktion an. Und hoffe, dass es irgendwie mal funktioniert. Ja, aber das werden wir dann morgens dann ausprobieren, weil wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen überzogen sogar. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo freuen. Und hoffe, ihr morgen wieder mit dabei seid. Natürlich auch ein Share. Sage ich vielen Dank und bis morgen.